Willkommen zurück zu Mario und Luigi Superstar Saga. Wir sind in der Lachlagune und wir müssen hier rüber wollen, was erledigen. Das heißt, wir müssen die Lachlagune ein bisschen weiter erkunden und weitere Gegner besiegen. Im letzten Part haben wir von den beiden Masseurinnen-Schwestern neue Techniken für unsere Hände kennengelernt. Also nicht so, wie ihr euch das vorstellt. Ich werde es euch gleich demonstrieren, aber erstmal müssen wir hier noch ein paar Gegner ausschalten. Ja, wie zum Beispiel die Bumerang-Brüder, die hier in dem Spiel ein bisschen anders aussehen als normalerweise. Ja. Und Sandgumbas, die werde ich auch schon aus dem Krüllteil kennen, aber aus irgendeinem Grund jetzt hier sind. So, ja, dann hier. Oh, das reicht sogar schon zum One-Hit. Luigi, dein Angriff ist mittlerweile gar nicht mehr so scheiße. So. Achso, das ist das ja. Ja, stimmt, Mario hat ja immer noch diesen Schwebesprung hier. Habe ich ganz vergessen, ne? Habe ich einmal nicht hinkriegt, aber das wird auch das letzte Mal sein, dass ich dich hinkriege. So, seht ihr? Ein toller Treffer diesmal. Oh, es sind gleich drei von denen unterwegs. Weiß ich ob ich jetzt nicht, ob ich gegen jeden von denen kämpfen soll. Was ist denn hier unten, ne? Ja, genau, das hier sind die Techniken und ich glaube, die müssen wir jetzt hier sogar einsetzen, ne? Zumindest sieht man da stark danach aus. Ja, definitiv. So, dann würde ich sagen, demonstriere ich euch gleich mal die erste. Dafür musst du Luigi hier hin, ne? So, und dann betätigt er den Block. So. Dann, ne? So, und Feuer frei! Renn, Luigi! Ja, wenn wir es so machen, dann kann Luigi um einige schneller rennen und Mario schon im Grund auch. Ich glaube nicht, wie das möglich ist, aber es ist halt so. Ja, dann kommen wir jetzt hier weiter. Und so kommen wir auch rechtzeitig dann ans Ziel. Moment, hier ist noch was. Die Bohne nehme ich natürlich gerne mit. Aber warte, wenn es jetzt hier weitergeht, was ist dann da oben links? Was ist hier unten, ne? Okay, hier wird später eine Verbindung entstehen, ne? Aber halt noch nicht jetzt. So. Das ist hier. Ah, ich glaube, neue Gegner tatsächlich. So. Ach ja, stimmt. Die Gegner hier sind ganz interessant. So. Oh, genau deswegen. Weil die Sache ist. Unter diesen Haiflossen, ne? Kann entweder ein richtiger Hai, der ihn sogar vergiften kann, ne? Runterstecken oder halt so ein Fake. Man weiß halt vorher nicht, was es drunter stehen wird. Gegner heißen auch Fragezeichen, 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 ne? Finde ich auch lustig. So. Ja, es gefällt mir jetzt halt nicht, dass Luigi vergiftet ist, deswegen gebe ich ihm mal einen Frischwurz. Ansonsten setze ich die Dinger ja nie ein, ne? Also mache ich es lieber so. Dann komm her. Was war das nochmal? Das ist der Fake oder? Ja, okay, das war der Fake. Dann ist das hier der echte. So. Dann. Gut, dass ich den Schwebesprung habe. Ja, die mischen auch immer durch. Das finde ich besonders fies. Ich muss dann immer genau aufpassen, welcher von denen jetzt was ist. So, jetzt ist noch der Fake übrig. So. Finde die Gegner aber ganz interessant, weil man halt zumindest da aufpassen muss. Und gar nicht mal so leicht zu besiegen sind. Apropos nicht leicht zu besiegen, ich sorge zwar dafür, dass Mario nicht mehr so leicht zu besiegen ist, indem ich seine Verteidigung um 5 erhöhe. Sein Angriff und seine Verteidigung sind genau gleich und das hier war was ich nicht gehofft habe, dass passiert. So, Fake oder echter? Fake. Verdammt, ich fall auch noch drauf rein, ne? Greif jetzt nicht Luigi an, das ist der echte. Ja. Aua. Na super. Also, hier ist es der echte. Der ist schon mal tot, jetzt ist noch der Fake übrig. Der kriegen wir den auch kleiner. Ne, noch nicht ganz. Und wir haben den Boomerang-Bruder. Ich muss sagen, den mag ich nicht. Und wie hat mich das jetzt nicht getroffen da? Ich spende euch das nochmal in Zeitlupe ein. Das hat mich doch ganz offensichtlich berührt. Hä? Wie hat das mich nicht getroffen da? Naja, lasse ich jetzt einfach mal so stehen. So. Ja, das ist mir schon lieber, wenn er ihn so wirft. Das kann ich vielleicht da kontern, ne? So. Und es gibt auch Luigi Level 28. Was höre ich denn bei ihm? Ich würde sagen, bei ihm macht das Gegenteil und erhöht den Angriff. Ach, wir haben 5. Tatsächlich. Na dann, jetzt sind die beiden Werte identisch. Na dann, ne? Ah, toll, da ist noch einer. So, Fake oder echt? Oh, scheiße. Ja, und wenn man es dann rausfindet, ist es meistens schon zu spät. Ja, das müsste jetzt der Fake sein, ne? Ja. Dann, und es hat auch noch Mario vergiftet. Ach komm, das spare ich jetzt auf. Mario muss angreifen, das kann Luigi immer noch übernehmen. So. Dann, ne? Auch ein Frischwurz.
Ja, hast du. Jetzt geht's schon wieder besser, Mario. Ich meine, bei dir muss ich mir nicht merken, ob du echt bist oder nicht. Du bist immer echt. Bin ich echt gemeiner. So, hier ist der Fake. Nein, hier ist der echte. Hier ist der Fake. Ich bin mir ziemlich sicher. Ja. Dann. So, dann würde ich sagen, schalte ich den echten schon mal aus. Und danach kümmere ich mich um den Fake. Dann. Gut, jetzt bist nur noch du übrig. Aber Mario hat nicht mehr so viele KP tatsächlich. So. Naja, ich denke, er wird es noch ein bisschen mitmachen. In der Not kann Luigi ihn immer noch heilen, weil Luigi, der geht mir sowieso nicht so leicht kleiner. Er hat so viele KP, da muss schon was weiß ich was passieren, um den mal in den kritischen Bereich zu bringen. Bei Mario geht es um einiges leichter. So. Ihr seht ja, der hat nur noch 30 KP. 30 KP von 60 gehabt. So. Dann. So. Was denn jetzt hier los? So, Lachbohne. Und ist hier unten jetzt überhaupt irgendwas? So. Dann. Was machst du jetzt? Ja, du greifst Mario an, ne? Ja. Aber ist hier unten da was jetzt überhaupt irgendwas? Da kann ich mir das eigentlich sparen. Und das ist eine totale Zeitverschwendung hier zu kommen. Ja, mit den Gegnern werde ich immer noch nicht, werde ich nie warmer. Ich finde die immer noch schrecklich. So. Aber wenn ich mich richtig erinnere, habe ich sogar gerade eben geschafft, unter Wasser einen Erstangriff zu erzielen. Das ist gar nicht mal so einfach. Wegen der Schwimmsteuerung. So. Aber immerhin, Marios Verteidigung ist es schon so gut, dass die kleinen Bälle ihm nur noch einen Schaden machen, ne? So. Dann. Und gut, dass er so weit weg ist, dann habe ich genug Zeit, mich vorzubereiten, ne? Das gilt auch für die großen Kugeln, ne? Danke, dass du so weit weg bist. Gibt's mir einfach nur die perfekte Möglichkeit zu kontern, ne? Aber ich würde sagen, gegen die Gegner kämpfe ich jetzt nicht wieder. Nicht nochmal, weil es, glaube ich, einfach Zeitverschwendung. Und irgendwie, glaube ich, hier ist nichts Besonderes. Hier ist halt nur ein bisschen Bonuszeug. Hier zum Beispiel, hier ist eine Bohne. Und ja, ansonsten ist hier, glaube ich, nichts. Oder? Naja, ich geh trotzdem mal nachschauen. Kostet ja nichts. Außer Videozeit. Hä? Hier ist einfach eine Sackgasse? Das kann nicht sein. Hier muss doch irgendein versteckter Block sein, ne? Nur unter Wasser ist es nicht so leicht danach zu suchen, ne? Ja. Dann, hier irgendwas? Will ich da überhaupt hinkommen? Achso, warte, nein, da werde ich gerade eben herkommen. Vergesst es, da ist überhaupt nichts. Und noch weitere Gegner, die mich versuchen zu nerven und Luigi auch noch treffen, ne? Dann. Aua. Und dafür wirst du brennen, ne? Auch wenn ich gar kein Feuer benutze. Du musst in der Hölle verbrennen, sagen wir es so. Warum hab ich brennen eigentlich gerade eben gesagt? So. Dann. Scheiße, ich darf da nicht drüber springen, ansonsten kriegt er mich richtig leicht ran, ne? So, aber wieder sind die weit weg. Dann. Jetzt wird die nicht töten und jetzt wirft er der Kissen nach mir. So. Dann. Den hier auch noch. So, der ist zum Glück schon vorgeschwächt. Kriegt Luigi den da, den kleinen. Ja, kriegt er. Ich überlege aber langsam auch, ob ich vielleicht mal ein paar Kämpfe rausschneide. Weil es ist halt immer dasselbe, da ändert sich nichts groß und die Gegner sind jetzt sowieso schon so schwach, dass wir. Ja, ich glaube, den nächsten Kampf sollte es zu einem kommen, schneide ich raus. So. Bin aber zum Glück mal davon gekommen. Ach, hier waren wir doch noch nicht, aber ich weiß es nicht genau, was mir das Ganze jetzt bringt. Ich war eigentlich unten schon richtig, glaube ich, oder habe ich da einfach nur eine Verbindung geschaffen? Das kann natürlich auch sein, dass ich einfach nur eine Verbindung geschaffen habe. Hier schaffe ich aber auf jeden Fall eine Verbindung. So muss man sein. Das ist die zweite Fähigkeit, die wir gekriegt haben. Seitwärts laufen. Dann kann man auch diese Berufsstatuen verschieben. Ah, okay, und das war jetzt nötig, damit wir weiterkommen. Auch keine Verbindung. Und dann. So. Jetzt gehe ich mal nach unten. Ich will schon wissen, was da ist. Ob da überhaupt irgendwas ist. Oder ob ich wirklich einfach nur eine Verbindung geschaffen habe. Weil ja, das kann natürlich auch sein. Die Lachlagune ist doch ziemlich groß, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt. Also würde eine Verbindung ziemlich Sinn machen, ne? Das sieht nicht nach Verbindung aus. Das sieht mir schon danach aus, als würde sie weitergehen, wenn nicht sogar schon ein Speicherblock ist. So. Dann. Lachlagune.
Südlicher Strand. Ja, dann. So. Dann kann es ja weitergehen. Ach, kommt hier schon das nächste Minispiel? Ja, das gleiche nochmal, nur diesmal einiges härter. So. Ah, okay, kann doch noch Luigi treffen. Ich dachte, das könnte er jetzt nicht mehr. So. Jetzt haben wir auch 20 Sekunden, also. Ja, reimen wir uns lieber. Das hört sich danach viel Zeit an, aber ist es nicht, wenn man bedenkt, dass es mehrere Etappen diesmal sind. So, jetzt muss ich halt die Fähigkeit nochmal wechseln. So. An die letzten 10 Sekunden laufen, ne? Ich darf nicht an der Wand anecken, ne? So. Aber das Problem ist halt, eine halbe Sekunde geht schon dafür drauf, dass ich die Fähigkeit überhaupt erst aktiviere. Aber es hat doch geklappt. Dann, ich habe gesehen, da ist eine Bohne, die möchte ich gerne noch haben. Und die werde ich nicht liegen lassen, oder vergraben lassen, nachdem. Wer vergräbt die eigentlich? Das ist mal eine gute Frage. Wer vergräbt die Bohne überhaupt? Ah, okay, ist die nächste Statue. Ups. Nee, das war schon richtig. Eine Irmir muss die ja vergraben haben. Oder wachsen. Oder ist das einfach nur ein natürlicher Ursprung? Okay. Das bringt uns auch wieder weiter. Wir sind fast durch tatsächlich. Es dauert nicht mehr lange, dann haben wir es geschafft. Also ja, wenn ihr die Lachlagune nicht so mögt. Ich kann es euch nicht verübeln, weil ich bin jetzt auch nicht der größte Fan von der Lachlagune. Dauert mir teilweise ein bisschen zu lange und hat zu wenig Innovationen. Und die benutzen halt leider immer wieder die gleichen Rätsel. Und zum Beispiel das hier, das haben wir auch schon gesehen. So, muss man Wirbler machen, dann kommt man hoch. So. Aber bei, ich glaube, ich habe es schon verkackt. Naja, in dem Fall. Seht ihr was? Ja, hier ist ein versteckter Block. In dem Fall muss man mal kurz den Screen wechseln. Das mache ich jetzt mal kurz. Und dann ist es wieder resettet. So. Ich glaube, ich habe aber schon einen Plan, wie ich das mache. So. Muss ich von hier aus hoch? Da oben ist auch noch was. Ah ja, ich habe das Rätsel gelöst. Also. So hin tun. Das war gar nicht mal so falsch, was ich gemacht habe. So, und schon haben wir es geschafft. Ja, das ist tatsächlich das Rätselslösung tatsächlich schon, ne? So, dann hier. Seht ihr, hat geklappt. Naja. Ein Genie wie mich kann man nicht täuschen, ne? Auch wenn das Rätsel eigentlich gar nicht mal so schwer ist. Und das eigentlich jeder hätte lösen können, ne? So. Ja, es könnte mir theoretisch schon, ne, zu wem auch immer gehen, ne? Aber ich möchte mich hier noch ein bisschen umschauen, ne? So, okay, das ist einfach nur eine Verbindung zu dem Ort hier. Hier waren wir eigentlich schon, ne? Ja, dann könnten wir wirklich schon. Da gibt's nichts mehr zu sehen. Komme ich jetzt nochmal zurück? Komme ich jetzt überhaupt nochmal zurück? Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht verirrt. Wenn nicht, dann schneide ich jetzt gleich. Ach komm, wisst ihr was, ich schneide das. Wir sind so gleich wieder beim Speicherblock. So, da wären wir auf der Steinbrücke. Mal schauen, wer uns jetzt hier hinten erwartet und ob wir das Sternbohnenteil so einfach kriegen. Ah, hallo? Und hier war ja tatsächlich schon die Rede. Bakuri hieß der irgendwie oder so. Hey Bakuri, gefällt das ungefähr so? Gut, ich merke, du hast einen Fimpel vor einfach. Also stimmt, der Typ hatte keine Zähne und deswegen redet er so geschwollen. Ach, echt? Wollten wir auch beim Schmücken helfen? Beim Schmücken, ja. Das ist nicht Weihnachten. Hoch, ganz im Rot. Dann lieber, was du. Bist du etwa. Der Nikolauf? Im Sommer, alles klar. Wobei, es gibt so, glaube ich, sogar Länder, da wird Weihnachten sogar im Sommer gefeiert. Also, vielleicht ist es daran eine Anlehnung. Akuri, was ist los? Was ist los? Wollen wir was zurück? Also genauer betrachtet, die roten Kleider und der Bart, bist du etwa? Falsche Stimme übrigens. Ja, ich kann springen, ne? Diese Sprünge, tatsächlich, Mario aus dem Pilzkönigreich. Der berühmte Mario ist hier, das ist nicht der Moment, sich hier rauszuputzen, ne? Lol. Jawohl, wirklich, er ist es, darf ich dein Bart anfassen? Dieser Sprung, wie graziell. Das erzähl ich nachher all meinen Freundinnen. Und Luigi wird wieder ignoriert. Wir haben keine Zeit dafür. Und mein Schmuck? Ja, du bist der Typ, der Mario begleitet, oder? Ja, das ist mein Anfang. Moment,
Moment mal, ein Chip mit grünen Klamotten und mit Bart. Ja? Du bist doch der berühmte Stubenhocker. Was? Luigi. Das ist also Luigis Ruf? Wie faszinierend. Wie alt bist du? Bube oder Dame? Warum fragt man sowas? Brustumfang? Und der Bauch? Die Hüfte? Das ist einfach bei Mario niemand juckt. Oh, Wahnsinn! Mando, wegen euch kann ich nicht auf Mücken, Störenfriede. Wenn ihr eh noch stören wollt, dann verpisst euch! Das sagt er sogar wirklich. Ja, und jetzt kommt schon zum Bosskampf. Na dann. Ich fand die Konversation einfach so lustig. Das ist halt das, was ich in Mario und Luigi so liebe. Aber das ist wieder zum Ernst der Sache. Paguri. Das vielleicht nochmal. Stimmt, man muss, glaube ich, seine. Ja, seine Scheren kaputt machen, ne? Dann kann er nämlich nicht mal angreifen. Scheiße. Geht ja schon mal gut los. Aber hat nicht auch der. Ach, das kann ich aber zumindest mal die neuen Spezialattacken zeigen. Nämlich einmal die Donnerbrüder. Da steht jetzt zwar nur ein Ziel, aber tatsächlich trifft, ist es eine Attacke, die alle trifft. Und zwar ungefähr so. So. Dann. Oh, da ist sogar eine Ausschwäche gegen. Interessant. Das täuscht sogar an. Ne? Ach, jetzt mal gucken, da muss ich vor ein paar zulegen. Dann zulegen. Ach genau, im Moment, wenn die noch so wackeln, dann heißt es, er schlägt wirklich zu. Wenn nicht, dann täuscht er nur, nur an. So, aber seine Verteidigung ist gesunken. Das ist nämlich auch so ein Effekt von den Donnerbrüdern. Da könnt die Statuswerte senken. Und dann zeige ich euch die Flammbrüder, denn wenn ich mich richtig erinnere, dann kann man noch was mit seinem Baum machen, wenn man das überhaupt so nennen kann. So, da muss man öfters treffen. Einfach öfters schießen. So. Da kommt es vielleicht erst später. So. Auf jeden Fall füge ich ihm schon mal ganz gut Schaden zu, würde ich sagen. Ne? Und jeweils sind immer 8 Schaden. Ne? Oh, das gefällt ihm aber nicht. So, jetzt greift der Luigi an. Aber irgendwann kommt ans Konter. Ne? Was hat er jetzt gerade gemacht? Hat er seinen Angriff erhöht? Sehen? Nö, irgendwie nicht. Na, ich würde sagen, jetzt gehen wir mal auf die Scheren an sich. Mit den Schlagbrüdern. So. Dann. Oh, er hat noch eine weitere Attacke. Das war der Mini-Krebs da. Ich glaube, der sollte mich einfach nur ablenken. Hat er gut geschafft, tatsächlich. So. Und wieso kriegt das auf einmal nicht mehr hin? Aber ja, ist natürlich gut, dass seine Verteidigung jetzt auch schon mal gesenkt ist. So. Und dann, nimm das. So, sind seine beiden Scheren am Arsch. Ich habe immer noch damit. Ich kann Luigi auch gleich übernehmen. So, jetzt habe ich genug von dir. Mach mal die Schwungbrüder, würde ich sagen. Einfach zur Abwechslung. So. 140 Schaden, na dann. hat sich gelohnt, die Verteidigung zu senken. Ja, spielen wir die natürlich nicht. So, hier. Nimm Frischwort. Bin ich, dass du mir noch wegstirbst. Brauch dich noch. So. Das ist aber eigentlich gar nicht mal so schwer abzuwehren. Ich finde aber die Krebse irgendwie lustig. Sind das nicht sogar die gleichen wie... Ach, scheiße. Das ist sogar die gleichen wie aus dem Mario Bros. Arcade Game. Da haben wir auch mal einen letzten Test gemacht. Letztes, sag ich schon. Non-LP gemacht. Nur die gleichen, ne? So. Oh, das macht aber weniger Schaden, ne? Ach, stimmt, jetzt. Ich erinnere mich, jetzt muss man die Flammenbrüder machen, ne? So, jetzt muss man nämlich seine Muschel anzünden, ne? Oder sollte ich besser sagen, seinen Weihnachtsbaum. So. Aber doch, ich glaube, in manchen Ländern wird tatsächlich Weihnachten im Sommer gefährdet. Ich weiß aber leider gerade nicht mehr, in welchem Land das war. Kann ich ja vielleicht gucken und dann blende ich es euch ein. So, jetzt zackelt das schön ab. Was macht ihr mit einer Verpierung? So geht das nicht. Doch, so geht das. Du weißt, was noch geht. Na ja, komm, das spreche ich mir auf. Auch mal eine schöne Donnerbrüder-Attacke. Du machst ja keinen Donner, wie ich rausgefunden habe. So. Aber jetzt kann er leider wieder mit seinen Scheren angreifen, ne? So, ja, darauf falle ich jetzt nicht mehr rein, ne? So. Aber du. Was sind diese Krebse? Ach so, jetzt verstehe ich. Der erhöht nicht seinen Angriff damit. Oh, cool, ich habe seine eine Scheren schon kaputt gemacht. Jetzt verstehe ich. Der erhöht nicht seinen Angriff damit, sondern die Anzahl seiner Aktionen, ne? Also wie oft er angreifen kann, ne? Aber gut. Wenn du es so haben willst. Das!
So. Ach, jetzt denkst du, du könntest dich verstecken. Aber vor Brandstifter Mario bist du nicht sicher. So. Dann hast du nur einen Schaden, aber es hat trotzdem für Wirkung. So. Aber trotzdem das meiste raus, damit wir eventuell noch ein extra Kommando freischalten. Ne? So. Der Exzellent gibt es ja hier noch nicht. Geht ja nur bis Super. So. Ja, ja, ich weiß, das geht ja auf den Sack. Ich. Aber kann man nichts dran ändern. So. Und das! 95 nochmal. Und das war's. Kaguri. So. Jetzt gibt es auch Mario Level 28. Dann. KP würde ich sagen. Geh mir bei Mario ein bisschen zu schnell runter. So. Miss Pakuri entschuldigen, er neigt den Weg zu Rohheit. Aha. Entschuldigt bitte, es war unser Fehler. Aber sag mal, seid ihr nicht aus einem bestimmten Grund hergekommen? Ja, schon, eigentlich schon. Was ihr darüber nachdenkt. Wo ist das Bohnenfragment in der Schale? Ach, diese Bohne war derart bedeutungsvoll. Hast du gehört, Pakuri? Ach, wo ist das? Verstehe, verflickt, wo Fugelnät. Na komm, ich verzeih's dir nochmal. Denn immerhin haben wir das erste Sternbohnenfragment. Du hast ein Sternbohnenfragment. Du brauchst doch 3 Fragmente. Dabei hatte ich mich doch extra verfehlte Schale geworfen. Dabei hatten wir uns doch solche Mühe gegeben. Wie? Was? Ihr wollt schon gehen? Bleibt doch noch eine Weile. Du Pastorst uns halt immer sehr beschäftigt. Ja, vor allem, wenn das Schicksal der Welt davon abhängt. Wenn ihr zurückgeht, das ist eine Abkürzung. Ah, na dann nehme ich die doch gerne in Anspruch. So. Dann. Okay, hier muss man nochmal was mit dem Buu machen, ne? Ich gerne. So. Dann kommen wir endlich weg. Dann. So, und jetzt ist halt die Sache, jetzt steht uns vollkommen frei mit, was wir als nächstes weitermachen, beziehungsweise welche Sternbohne wir als nächstes holen, ne? Das entscheidet jetzt niemand mehr für uns. Das entscheiden wir es noch selbst. Ich werde dann mal offscreen drüber nachdenken und dann würde ich sagen, setzen wir es im nächsten Part dann schon in die Tat um, würde ich sagen. Na dann, ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao!